allerdings am besten zu implementieren mit Hilfe einer iterativen Traversierungsart. Also ihr habt gerade gesehen, bei der tiefen Suche, da war das ziemlich praktisch, dass wir die Rekursion kennengelernt haben, ne? Weil unser Source Code ist ziemlich klein und wir können eine einmalige geschriebene Funktion einfach für unterschiedliche Teilbäume aufrufen. Die Breitensuche wird nicht zuerst in die Tiefe gehen, weil sie heißt ja Breitensuche, sondern sie geht zuerst in die Breite. Und das funktioniert wie folgt. Wir haben eine Funktion, also der englische Begriff für, oder der Spezialalgorithmus für die Breitensuche nennt sich Level Order. Wir kriegen wieder einen Knoten N rein. Wir geben nichts zurück, weil wir arbeiten ja beim Traversieren schon die Aufgaben ab, die uns gestellt werden. Deswegen brauchen wir nicht zurückgeben. Und es funktioniert wie folgt. Erzeuge Liste L in diese Liste L werden wir gleich ein paar Knoten reinpacken. Füge Endpunkt M links und das ist die zweite Zeile. Oder was meinst du? Ach so, hier, nee, da werde ich wahrscheinlich nichts mehr reintun, außer ich habe einen Fehler gemacht. Aber das ist ja für mich kein Problem. Ich kann es ja sehr schnell verschieben. Also füge Endpunkt mli und Endpunkt mr, also m rechts, in L ein. Ich überlege mir gerade, das doch ein bisschen anders zu machen. Und zwar möchte ich gerne die Liste L außerhalb von der Methode Level Order platzieren. Und ich möchte keine Argumente übergeben. Also deine Frage ist folgendermaßen beantwortet, ja, es kommt noch was rein. Und zwar kommt da rein, solange L nicht leer N Doppelpunkt ist gleich
wir lassen uns mal das erste Element von L zurückgeben. Also wenn ich schreibe L, eckige Klammern auf, 0, eckige Klammern zu, dann heißt das, gib mir das erste Element zurück, ja. Ich hoffe, das ist euch noch bekannt aus der Array-Schreibweise. Wenn ich die Liste L als Array-Liste mache, dann müsste ich da die Methode get 0 verwenden. So, wenn ich dann n habe, dann füge ich die Kinder von n in die Liste L ein und dann gebe ich auf der Konsole den Namen aus, ne? So, und was ich gerade mache, ist die Breitensuche iterativ zu definieren. Das Iterative ist jetzt diese Schleife, solange L nicht leer ist, hol dir das erste Element raus. Was man hier noch dazu sagen muss, und entferne das nullte Element. Wir hatten bei der Datenstruktur Linked List, da gab es einen Befehl, der hieß, gib mir das Element am Kopf und entferne es. Das rufe ich quasi hier auf. Dann gucke ich mir die Kinder an, packe die in die Liste L rein und gebe zum Schluss noch n.mName aus. Also, dann schauen wir mal, was passiert. Konsole und Liste L. Wir starten mit einer Liste L, die enthält unseren ersten Knoten A. Ja? Zwischenfrage, und zwar, vorher haben wir das N immer übergeben. Was ist das jetzt in dem Fall? Das N haben wir was? Vorher haben wir das immer übergeben, also als Übergabeparameter. Ja, jetzt brauchen wir keinen mehr, weil jetzt nutzen wir die Liste für die Übergabe sozusagen. Wir werden es gleich sehen. Also, wir starten mit einer Liste L, in der ist der Knoten A enthalten. Und rufen dann Level Order auf, ohne Parameter. Level Order hat allerdings Zugriff auf die Liste L, weil die ist ja außerhalb von Level Order deklariert und definiert worden. So, und jetzt können wir hier die Ausführung des Programmes mal durchführen. Wir sind also in der ersten Zeile, solange L nicht leer. Wir gucken mal, L hat den Inhalt A, also hier unten schreibe ich jetzt mal hin, was L eigentlich ist. Zurzeit haben wir dort ein A in der Liste drin. Also L ist nicht leer. Dann geht's weiter. Hole mal das erste Element in der Liste raus, also A wird gestrichen, und entferne es. Und in N steckt jetzt A drin. Dann geht's weiter. Füge den linken und den rechten Kinnknoten von N, also da N jetzt A ist, in L ein. Das heißt, es kommt in die Liste rein. B.
und E. Also hier steht entferne N. Also wenn ich N rausgeholt habe, ist es noch an der Stelle 0 drin. Wenn ich es dann entferne, dann verschwindet es aus der Liste. Wenn man hinschreibt, entferne N an der Stelle 0, ist das noch klarer. Aber wenn ich sage, ich hole N raus an der Stelle 0 und entferne es dann aus der Liste, kann man auch nachvollziehen. Aber ich schreibe es auch gerne hin. Okay, wir haben jetzt die Kinder von A eingefügt, gehen in die letzte Zeile, da steht jetzt, gib mal auf der Konsole A aus, machen wir. So, wir haben das Ende der Weilschleife erreicht, wir springen in den Kopf zurück. Ist L leer? Nein. Also gehen wir erneut in den Body der Schleife rein. Wir lassen uns wieder das erste Element rausgeben und löschen es dann aus der Liste. Das ist ja unser B. Wir fügen die Kinder von B, C und D, in die Liste ein. Nach dem Einfügen der Kinder gehen wir in die letzte Zeile, dort geben wir den Namen des Knotens aus. Das ist dann B. Also nach A kommt jetzt B. So, dann ist die Schleife fertig, hier unten der Body. Wir kehren zurück in den Kopf. Unsere Liste B ist nicht leer, also gehen wir in den Body erneut rein. Holen uns das nächste Element raus, das ist E. Schmeißen es aus der Liste raus, tragen eventuelle Kinder in die Liste ein, es gibt keine Kinder. Gehen in die letzte Zeile und schreiben den Namen von E auf die Konsole. Wir kehren in den Kopf der Weitschleife zurück. Unsere Liste L ist immer noch nicht leer. Wir gehen also deswegen in den Body rein, holen uns das erste Element raus, das ist C, fügen die Kinder von C in die Liste ein, es gibt keine Kinder, geben den Namen von C auf der Konsole aus und die Weilschleife ist Ende des Bodies angelangt, wir kehren zurück in den Kopf. Unsere Liste L ist immer noch nicht leer. Wir gehen also erneut in den Body der Weilschleife rein, holen das nächste Kind raus, das ist D. Löschen es aus der Liste raus. Fügen die Kinder von D in die Liste ein, es gibt keine Kinder. Geben dann den Namen des Knotens auf der Konsole aus, das ist D, sind fertig mit dem Body der Weitschleife, kehren in den Kopf zurück, sehen, dass die Liste L leer ist, damit ist die Bedingung nicht erfüllt, wir überspringen den Body und wir terminieren und auf der Konsole steht jetzt A, B, E, C, D. A, B, E, C, D haben wir sonst nicht gehabt. Das heißt, wir haben noch eine andere Reihenfolge. Und was euch vielleicht aufgefallen ist, wir haben ja wieder hier mit A begonnen und wir sind dann zu B gekommen, haben die Kinder von A eingetragen, das war B und E. Dadurch, dass
E das direkte Kind von A ist, sind wir also nach der Abarbeitung von B und dem Eintragen dessen Kinder bereits bei E gelandet. Ja, das heißt, wir bewegen uns jetzt erstmal nicht in die Tiefe des Baumes, sondern erstmal in die Breite. Wir gucken erstmal möglichst breit. Und wenn wir ein Level, das ist hier das erste Level unterhalb von A, abgearbeitet haben, dann geht es in das nächste Level. Das ist dann auf der Ebene der Kinder von B. Ja, und so unterscheidet sich eben die Tiefensuche, die zuerst in die Tiefe geht, möglichst schnell zu den Blättern kommt, von der Breitensuche, die zuerst die Breite sich anguckt und dann Stück für Stück, Level für Level nach unten und irgendwann am Ende auch auf den Blättern ankommt. Der Begriff Breiten- und Tiefensuche sollte euch ein Begriff sein. Das wird sehr häufig benötigt, weil man immer irgendwelche Traversieralgorithmen hat und die grobe Unterscheidung ist in Breiten- und Tiefensuche. Die Tiefensuche haben wir hier rekursiv uns betrachtet, während wir die Breitensuche iterativ betrachtet haben. Es wäre ein ziemlicher Aufwand, die Breitensuche rekursiv zu machen, das kann man auch machen, aber es ist da einfach praktischer, es iterativ zu machen. Ne? Während die Tiefensuche einfach perfekt geeignet ist, um dort rekursive Algorithmen anzuwenden. Okay. Ist das für euch okay? Vom Verständnis her und Geschwindigkeit her?